So, los geht's! Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Liebenden. Es ist soweit, der schönste Kanal auf Twitch ist wieder online. Wir sind stimmlich voll da, so viel kann ich schon mal verraten. Also, ja, wir sind sehr geil. Ja, also, ich würde sagen, vielleicht machen wir heute sogar ein bisschen mehr Musical als sonst. Ha? Wirklich? Ja. Bist du so geil auf Musical? Ja. Ich bin heute einfach geil. Markus, hi. Ja. Hallo Markus, hallo Spoonie, hallo Elektromika, Black Alle Widow. Sind sie da. Unser Game Junkie ist auch schon da. Hallo Game Junkie, Spoonie. Oh, ich glaube, ich habe so ein bisschen so das Gefühl, heute wird legendär. Heute wird legendär. Es könnte heute unser Durchbruch kommen, oder? Durchbruch, also absoluter Durchbruch. Ich habe alle Medikamente rechtzeitig heute genommen. Wir brechen durch. Ich bin sehr gut eingestellt. Ja. Wir brechen durch die Twitch-Mauer. Heute könnte die Scheiße dampfen, ja? Ja. Ha, herrlich. Melty! Hi! Und der Melty beehrt uns mit Aufnahmen schon wieder. Hallo Melty. Ich mache jetzt gleich einmal das Discord auf, dann hakt es nicht so. Das ist eine gute später. Idee, Bernhard. Herrlich. Boah. Siehst du schon was? Oh, Installing Update 3 auf 14, super. Das geht sich jetzt nicht mehr aus in drei Minuten. Na, jetzt ist das. So. Was? Ma. Du siehst das schon, oder was? Ja. Ah. Warte, das ist schon offen. So. 40 Sekunden noch, das könnte sich ausgehen. Wie geil. Ja. Oh, Melty. Dauert noch ein bisschen. Das Discord ist echt sehr schnell. Schau mal kurz da. So, also hier, ich muss reinschauen in unseren Server. Das ist dann im Mod-Chat. Oh, oh, nur geile Sachen. Geschleite. Ja, da können wir heute sehen. Ja, ich glaube, das können wir heute durchspielen. Melty, du bist der Geilste. Melty, wir lieben dich. Du bist fast so geil wie wir. Aber heute kann niemand so geil sein wie wir, weil wir sind mega geil. In diesem Sinne, ich glaube, ich brauche es. Kannst du den Hashtag noch ändern? Was denn? Müde vom Wochenende, spinnst du. Wo steht das? Da, im Hashtag. Ah, das mache ich sofort. Moment. Änder das. Machen wir das Intro, ja? Los geht's. Thank you.
Die nachfolgende Sendung ist für Zuseher unter 18 Jahren nicht geeignet. Es ist zwar nicht so, dass wir hier irgendwelche unglaublich jugendgefährdeten Inhalte präsentieren. Wir feiern keine satanischen Messen, wir beißen auch nicht Puppen die Köpfe ab. Es wird nicht einmal Politik vorkommen. Auch Blut wird nicht fließen. Wir versuchen ja auch nicht zu fluchen. Nein, ernsthaft, wir bemühen uns, eine familienfreundliche Sendung zu machen. Ach ja, eine Werbesendung ist das auch. Wir werden zwar nicht versuchen, dir irgendwas zu verkaufen, falls aber doch einmal ein Markenname zu sehen sein sollte, handelt es sich lediglich um ein Versehen. So, jetzt ist aber genug. Wir wünschen einen guten Flug und eine angenehme Reise in die Welt von Magic Music. Magic Music Live! Ja, war gut. Ja, den nehmen wir. Mhm. This program goes out to all human beings of the world. Please, let our viewers feel the positive energy of music. Be kind and spread the love of our community. Shishe. Tats passiva. Danke schön. Grazie. Merci. Schönen guten Abend, meine sehr beschwerten Damen und Herren. What you're about to listen and to see and hear is absolute pleasure. On this Monday on Twitch, it's called Blue Monday Late Night Show by Magic Music Live. Wir würden unzertrennlich sein. Das ideale Paar. Wir würden Seite an Seite sein, wir wären unbezwingbar. Denn bei uns gleicht sich auch das Gewissen. Du wärst die Frau ganz nach meinem Geschmack. Und du bist ein Mann, so wie ich ihn mag. Ich würde dich verwöhnen als meine treue Frau. Er wird mir auf die Nerven gehen, das weiß ich schon genau. Wir passen gut zusammen, genau wie Tag und Nacht. Wir wurden füreinander aus einem Guss gemacht. Wir sind wie Salz und Pfeffer, Sand und Seide, Sekt und Kaviar. Salz und Pfeffer, Gold und Silber, das ideale Paar. Sand und Pfeffer, Sand und Seide, Sekt und Kaviar. Salz und Pfeffer, Pech und Schwefel, sag doch endlich ja. Meine Ehefrau und hättest 1000 Garten. Einen spanischen Chauffeur für meine Einkaufswarte. Denn bei uns gleicht sich auch das Gewissen. Du wärst die Frau ganz nach meinem Geschmack. Und du bist ein Mann, so wie gemacht. Ich würde wie ein wilder Stier vor deine Türe stampfen. Da brauch ich vorher eine Masse, um mich zu entkrampfen. Wir passen gut zusammen, genau wie Zeit. Wir wurden füreinander aus einem Guss gemacht. Wir sind wie Salz und Pfeffer, Sand und Seide, Sekt und Kaviar. Salz und Pfeffer, Gold und Silber, das ideale
Surfen, war Sand und Seide, Sekt und Kaviar. Salz und Pfeffer, Pech und Schwefel, sag doch endlich ja. Sag ja! Es ist mal wieder Montag und Montag ist... Turteltag. Und hey, Turteltag ist ein schöner Tag. Wer ist denn heute aller da, Clara? Oh Mann, ich darf begrüßen unsere geilsten Mod auf der ganzen Welt. Ja. Black Widow Gaming, Elektromichel, Melty, Luzi, danke, Sie dass sind ihr alle heute wieder da seid für uns. Dann darf ich begrüßen den Spoonie, danke für deinen Resub im 8. Monat. Game Junkie ist da, natürlich spielen wir dein Lied vor 8:30. Ja! So ist das. Markus G. ist da, Durske, Eisbär, danke für deinen Resub im 31. Monat. Ich glaube, das geschummelt, das gibt's ja nicht, dass das schon so viele sind. So lange gibt's es sogar. Unglaublich. Inselkind ist da, Raubkatz ist da, Jörg 50 und der Zipfi. Hi, grüß euch alle miteinander. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Falls doch, einfach bitte in den Chat reinschreiben, dann werdet ihr natürlich gebührlich begrüßt. Wir sind alle, wir können anfangen. Denn wir sind ein Großstream. Genau. Und... Oh, Melty, ich bin erst um 8 Uhr früh heimgekommen, weil wir mit Christian und Reinhard zu viel Shampoos getrunken haben, wegen dem guten Erfolg. Das ist sehr schön, dass ihr einen guten Erfolg hattet. Hi, Gurka! Hallo, Gurka, grüß dich! Schön war mal zum Christian Kraun zum Reinhard. Reinhard. Ich muss mit den Schmäh mehr aufhören. Irgendwann, ja, bitte. Irgendwann, hallo, Josef, irgendwann lernen dich. Kennen und dann ist er total so eingeschnuppert. Ja. Ja. Hallo, Josef, grüß dich. Miau, ja. Also, Melty, du hattest ja jetzt 12 Stunden nicht zu erholen, also das muss ja wohl genug sein. Ja, genau. Du bist ja noch jung. Ich hoffe, es war ein schönes Konzert, Melty. Also, davon gehe ich jetzt mal aus. Von der Besetzung her, glaube ich, war es nicht davon so schlecht. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Genau. Danke, liebe Grüße zurück an die Subsi, wenn ihr das Lumpen wichtiger ist an einem Montag. An einem Montag, ja? Ja, aber ja, ist halt so. Ne? Montag ist Turteltag. Und apropos Turteltag, hatte ich gerade vorher schon gesagt, wir könnten heute einen Musical-Stream machen. Ja, muss ja nicht ausschließlich Musical sein, aber wir sind heute so gut drauf, ich glaube. Aber weil ich gerade... Ihr habt uns so gefehlt. Ja, ich muss sagen, 14 Tage Pause ist auch gut. Ja. Man freut sich wieder. Man freut sich wieder total. Ich freue mich auch so, aber, ja, aber noch man mehr. Freut sich doppelt. Noch mehr. Ich finde, es ist... Sag ja! es ist einfach es war schön, wieder mal ein bisschen auszulassen. Ich glaube, die Mama ist auch da, gell? Hallo Mama. Ja, Mama ist da. Genau. Was soll ich jetzt sagen? Black Widow Gaming, ja, bei Kurkel ist alles fit. Ich habe den Erik am Wochenende kennengelernt. Er ist das süßeste Baby. Aber sowas von. Voll das süßeste. Ich muss noch kurz daneben schreiben, weil bevor wir nämlich heute den Magic Music Wurlitzer starten, so wie immer, machen wir zuerst ein Lied von Meltic, oder? Mach mal ein Lied von Meltic. Was gerade machen wir so, denn? Weil es so gut passt. Es passt so gut in die Zeit. So gut. Wir starten gleich mal mit Musik. Ja? Oh. Mal schon einen Text. Ich weiß nicht, wann ich da anfange. Ich glaube, jetzt ging's schon. An einem mitgebracht. Von Ferne sieht man auch zwei Lichter und es knistert dunkelblauer Jaguar. Darinnen kalkweiße Gesichter, nur der Chauffeur ist aus Nigeria. Man reicht den Umschlag in den Wagen. Der Handel ist perfekt. Durch eine großzügige Spende kriegt man am Ende fast jedes Großprojekt. Plötzlich lacht der Minister, denn es kennt dieses Knister und er hat auf seinen Lippen eine kleine Melodie. Tango Corrupti, wenn einer draufkommt und ein Fufti, nimmst du dir einfach einen anderen, der was kann, halt und mit Schmuck. Sie wird davon, auch wenn die Steuerfahndung stöbert. Es gibt nichts, was den Blutdruck ebert. Denn alles, was man hat, das haben wir sowieso schon auf Bahamas. Es träumt der alte Polizeirat seit seiner Heirat mit einem Topmodell. Von Schuldenbergen, leeren Säcken an allen Ecken brennt sein Blut schon hell. Da nähert sich ein Tätowierter, auf einmal spürt er ein paar Tausender.
Elefanten die Hose gleiten nach allen Seiten, huscht sein Blick umher. Einander drücken, wir reden doch, einen ja, Auge zu. Und wenn wir uns arrangieren, Tango Corruzzi, wenn einer draufkommt und mit Puffi, nimmst du dir einfach einen Anwalt, übers Ganglalt und ist schwuppdiwupp davon, auch wenn die Steuerfahndung stöbert. Es gibt nichts, was den Blutdruck hebert, denn alles, was man hat, es hammert sowieso schon auf der Hammer. Es sprach ein fetter Wirtschaftsbonze, schauen Sie das Ganze, mein lieber Staatsanwalt, war doch nur eine Bagatelle, so auf die Schnelle, ein paar Millionen halt. Ich habe Geld wie Würfelzucker, Sie bleiben Schlucker mit ihrem Staatsgehalt. Sie sollten sich einmal was leisten, so wie die meisten, vielleicht ein Porsche halt. Dafür verschwinden ein paar Akten auf die Fotos mit der Nackten und dann singen wir gemeinsam eine kleine Melodie. Tango Corruzzi, wenn einer draufkommt und den Kopfi, nimmst du dir einfach einen Anwalt, der was kann, halt und ich schwuppdiwupp davon, auch wenn die Steuerfahndung stöbert. Es gibt nichts, was dem Blutdruck hebt, denn alles, was man hat, das haben wir sowieso schon auf der Hammer. Tango Corruzzi, wenn einer draufkommt und ein Punkt ist, nimmst du denn einfach einen Anwalt, der was kann, und dich schwuppdiwupp davon, auch wenn die Steuerfahndung stöbert. Es gibt nichts, was den Blutdruck hebt, denn alles, was man hat, das haben wir sowieso schon auf der Hammer. Yeah. Geil. Das ist ein geiles Lied. Was? Tango? Ich muss mir nochmal ansehen. Elektromichel! 40 Monate! Was? Wow! Das war vorher. Vielen Dank! Boah, bist es du der Es gibt 40 Monate! Ist es glaub? Ich glaube, es gibt niemanden, der uns schon so lange die Treue hält wie du, stimmt. Elektromichel. Du bist ein sehr guter Mod und deshalb, Moment, ich muss gucken, ich habe mich da, glaube ich, ein... Thank you. Ich habe da sogar ein Intro. Wo ist es denn? Hm. Hier. Für Elektromichel. Ja. 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 Und nochmal für Magico. Magico. Und für Black Widow. Widow Gaming. Ja. Hatte meinst, das jetzt kein einziges Mal einen Ton. Das ist meinst, echt wie schade. Meinst du beim Insert? Du meinst keinen Ton bei diesem Intro, beim Einspieler, was? Nein, es gab keinen Ton beim Gott. Einspieler. Jetzt muss ich sofort umstellen. Das ist aber jetzt total doof. Ich habe so, so schön zusammengeschrieben. Einmal ja, noch, Leute, Achtung. Postet die Mod-Liebe. Das ist jetzt ja, unbedingt für alle. So, ich spiele es nochmal und versuche die Musik dazu zu geben. Achtung. So, Moment, jetzt müsste es gehen. Jetzt Achtung. Dabei? Und jetzt. Ah, ich weiß, warum das war. Na, ich weiß, warum. Weißt du, warum? Nein. Weil ich Audio extern abgeschaltet habe. Du könntest es wieder herzeigen. Moment, ich muss Monitor, nur Monitor. Jetzt geht's. Jetzt hört man uns und sieht man uns. Pass auf. Einmal noch. Achtung, jetzt. Und jetzt hört, auch, jetzt hört es auch richtig. Für alle Mods auf dieser Welt. Jetzt geht's. So gehört das. Es ist so wunderschön. Ich könnte es noch fünfmal sehen.
So, wir müssen noch ein paar Fragen beantworten. Eisbär, warum das X am Anfang? Ganz einfach. Ja, richtig. X am Anfang ist voll wichtig. Hat eine lange Geschichte. Wir wollten einen Latenztest machen. Nein, überhaupt doch. Nicht. Nein. Doch. Nein. Das erste Mal war der Latenztest, du hast dun, 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 dun gespielt. Ach so, ja. Ja. Naja, aber der Latenztest war ein Triggertest. Ich habe nämlich die Melodie unseres Intros gespielt. Dieses dam, dam, bam, bam, bam. Und da haben wir daraus einen Latenztest gemacht und haben ein Flatulenz. Latenz. Bei uns werden die Intros noch richtig eingespielt. Ja, herrlich. Ich habe mittlerweile 6 dieser Dinger da. Das ist unglaublich. Das klingt so falsch. Bläh. Egal. Ja, und darum, letzten Stream waren wir beim W, deshalb heute das X. Nein. Jetzt gibt es den Gag immer beim Intro. Wer als erster das X schreibt, der hat bekommt gewonnen. Beim Intro dann sein Insert. Der hat die Ehre gewonnen. Genau, Ehre. Einfach so. Ehre. Heute habe ich die Ehre, weil ich war der Erste. Ehre. Millie, hi. Hello to Norway, hello party people. Okay, Game Junkie hat noch 10 Minuten. Hau rein das Lied. Ach so, Moment. Ja. Ich muss euch noch zuerst zeigen. Der Jäger says, er zielte nach dem Auerhahn und schoss dabei den Hauerhahn an. Lachen. Schau mal hier, das war unser Wochenende. Ja. Ich hab's wieder getan, ich hab wieder gezaubert, schau mal. Oh, und er war so happy ja, dabei. Ja, und ich darf die Fotos mit freundlicher Genehmigung von der Moni Hemmetsberger, die da so toll fotografiert hat, darf ich zeigen, schau mal. Also das sind hier, das, das, das ist mein Auftritt, da habe ich gerade ein Schwert geschluckt so mit nebenbei. Haut und Haar. It's magic. Genau. Yes. It's magic. Ah, mit Freiwilligen, schau, so guckt sich das an, das ist Werner, der Waschbär. Ja, that's Werner the Waschbär. Was heißt ein Waschbär auf Englisch? Waschbär. The Wash, was heißt ein Bär? Beer. Na. The Washing Beer. Ich google beer. Mal, was Waschbär heißt. Ja, so klingt es auf jeden Fall. Ja. Schön gezaubert. Hier Klassiker, das hat Knut jetzt auch, das Malbuch. Ja. Es war relativ heiß, darum der Zauberstab so verbogen. Schauen, so viele Kinder sind. Und Clara ganz rechts an der Technik, schau. Ja. Und lieber Spoonie, ich habe an meiner Technik gearbeitet. Ich mache jetzt beim Handyverdrehen immer eine gute Figur. Immer ganz gerade, schau. Ja, die Figur ist sowieso top, Bernhard. Das siehst du, Wahnsinn, Raccoon, oder? Genau. Raccoon. Natürlich. Raccoon war das, hätte man eigentlich wissen können, ne? Der Klassiker. Clara, du hast gesagt, du möchtest heute Musical singen. Sogar. Ja. Ich kann auch den Wurzel aufmachen. Wünscht euch doch was. Wünscht dir was. Stolz auf the dich. Washing bin. Bear. The Washing Bear. The Washing Bear. Bear. The Bear. The Jude. Washing Raccoon Bear. The Bear. The Bear, Jude. Was ist hier los? Was ist hier los? Sollen wir den Wurzel aufmachen oder sollen wir Musical singen? Ja, das eine schließt doch das andere nicht aus. Das Schöne ist nämlich, wir sind morgen Abend wieder in der Donau-Lodge. Es geht wieder los. Jede Woche live, Magic Music Live in der Donau-Lodge in Yps. Ja, am Kanal. Ich habe übrigens den Donau Lodge Command adaptiert auf Wirklich? Heuer. Du das kannst heißt? Es schreiben, Rufzeichen? Ausrufezeichen Donau Lodge und dann kommen die Termine für die Donau Lodge. Wie schreibt man denn Donau Lodge? Oh, um Gottes Willen, das ist aber ja, viel boy, hier. Ja, Black Widow Wahnsinn. Gaming. Geil. Du bist aber sehr schnell, ne? Ja, das sind unsere Unbedingt Termine. Hingehen in die Donau Lodge. Jawohl, wir sind in Farbe und Bunt. Jetzt bald wieder. Ne? Wir freuen uns auf euer Kommen auf jeden Fall. Das ist mir richtig cool. Das könnte legendär werden. Aber was legendär. Heißt könnte? So wie immer. Es war letztes Jahr schon legendär. Ja. Game Junkie hat uns ein Lied geschickt. Ja, und wahrscheinlich wieder auf Twitch. Das gibt es aber jetzt nicht mehr als App. Das ist eingestellt worden. Was? Ja, die App gibt es nicht mehr am Computer. Darum muss ich online gucken. Aber das macht nichts. Das mache ich jetzt sofort. Und da ist es auch schon. So. Also, jetzt kommt ein Lied von der lieben Game Junkie und das heißt May It Be von Inya. Inya klingt wie Staubsauger. Inya. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk the lonely road.
Musical. Moni, yeah. Wer ist eigentlich diese Moni? Erst, das ist was aus Gladiator. Nein, unsere Gladiator. Liebe Game Junkie Sings hat wieder mal einen rausgehauen. Schauen Sie sich das, ist verackert. Das an. Fackert. Na, verkehrt wahrscheinlich heißt das. Ich glaube, das heißt verkehrt, oder? I didn't get it. Didn't get it. Oh Mann. Nee, heißt verkehrt. So. Good. Game Junkie geschafft. Und wir werden trying. Yes, you're doing real good, Millie. So, I think Bernhard also tried Norway-ish. Yeah, Norway-ish. But the Google Translator did a not so good job. Not so good job. So, okay, let's try some musical. What do you you're want welcome, to sing? You're welcome. Das heißt verhackert, sie heißt auch gut. Mm. Sie hatte mich bei irgendwas verhackert. Irgendwas mussten wir noch beantworten, Bernhard, weißt du es noch? Es war noch eine zweite Frage. Irgendwas war heute im Chat vorhin. Irgendwas war noch. Ich geh nochmal raus. Es war der Eisbär mit dem X und irgendwas war noch. Dampfi, hi, grüß dich, schön, dass du da bist. Oh, wir freuen ist uns Montag. Für dich, dass du Urlaub hast oh. und danke, dass du den mit uns verbringst. Sehr schön. Dann genieß mal deinen Urlaub. Okay. Nachdem Clara mir keinen Input gibt, nach viermal schon, mache ich einfach mal aussuchen was für uns, Bernhard. Du kannst ja trotzdem den Wurlitzer öffnen. Nein, dann wird er ja sofort voll. Ja, aber wir singen einfach nur die Musical-Lieder, die sich die Leute wünschen. Okay. auf dein Denn Risiko. Denn das Motto des Wurlitzers ist... Der Magic Music, Sie wünschen, wir singen Wurlitzer. Ihr kennt das Motto, ihr wünscht euch ein Musical-Lied, das ihr wollt und... Wir singen die Musical-Lieder, die wir wollen. Okay, wir probieren es einfach oh, mal. Oh, Millie says it was a good job. Thank you. Oh. He tried real hard. Evermore. Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Schau, Mila. Den Text von Inselkind. Moment. Ach ja, das war's. Genau. Hast du da was bekommen? Ich bin derartig verkackt im Moment, dass Hallo ich... Milan, schön, dass du da bist. Ach so, ja, Text habe ich bekommen, aber das ist für ein... Für welches Lied ist das im Original? Ist das von... Lied, also Karaoke kommt hier. Guck nochmal kurz.
Ah, Westerland, ja. Das ist Problem ist, in diesem Fall, dass ich mir das Originales anhören muss. Ja. Gut. Also, yeah. Evermore. Für Milan. Karaoke Evermore. Evermore. Von Josh Groban. Karaoke Cover. Cover Speech. Cover Speech. Thank you. Woohoo! I was the one you held on. I was the master of my fate. I never needed anybody in my life. I learned the truth too late. I'll never shake away the pain. I close my eyes, but she's still there. I'll let you steal into my melancholy heart. It's more than I can bear. Now I know she never leave me, even as she runs away. She will still torment me, call me, hurt me, move me, come what may. Sing in my lonely tower, waiting by an open door. I fool myself, she'll walk right in and be with me forevermore. I rage against the trials of love. I curse the fading of the light. She's already flown so far beyond my reach. She's never out of sight. Now I know she'd never leave me, even as she fades from view. She will still inspire me, be a part of everything I. Why you sing in my lonely tower, waiting by an open door? I fool myself, you walk right in. And as the long, long nights begin, I think of all that might have been. I like it, baby. Oh, thank you so much. Thanks, that was nice. That was nice. Yeah. Ich bin abgedreht. And thanks for the bits, Millie. Thank you so much. Thank you for the bits, Millie. Thank this you so much. Kind of you. Thank you. It's a kind. You are kind of magic. Oh, das ist ein Lied, da kann man abdriften. That's a kind of song to drift away. Bei A Whole New World musst du jetzt schauen, dass du die nicht die neue Version erwischst. Okay. Die ist ein bisschen extrem also hoch. Ein Loch neuer Welt. Ja. Ein Loch ist in der Welt, a hole in the world, ne? A Whole New World Karaoke für Markus. So, welche Version ist das dann? Die oder die? Ja, die zweite. Okay. Let's give it a try. A whole new world. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, when you did you last let your heart decide? I can
take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us now or where to go, we'll say our only dreaming. It's crystal clear, but now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feelings, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky. Ein schönes Lied. Ja. Herrlich. Herrlich. Und ich finde es so schön, dass alle mitmachen und sich schöne Musical-Songs wünschen. Das ist schön. Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen durch die Songs rausche, ohne viel chatten, aber ich bin heute so Single. Oder du auch, oder? Ja. Single. Unglaublich, oder? Wahnsinn. Dann machen wir gleich weiter. Draußen ist Freitag. Ich gucke noch mal kurz, ob es einen Text gibt auch hier. Okay, gibt keinen Text, muss ich suchen. Aber das ist so gut Danke, wie fast Markus. Überhaupt kein Problem. Esper, ja, da könnte man mal ein Command draus machen. Was denn? Singgeil. Singgeil ist cool. Singgeil. Man darf ja nicht zu viel Real Life erzählen vom Wochenende, aber ich kann euch sagen, fuck, die wandern, das war ein schönes Wochenende, oder? Oh ja. Boah, könnten wir öfter machen. Dürfen wir es sagen? Sollten wir haben mit dem Eisberg gejammt. Ja, was hast du gejammt? Das war so schön. Der Eisberg ist ein Tier an der Gitarre. Er ist das Tier. Ja, den sagst du einfach ein Lied und der spürt das. Ist fast, eigentlich ist ja der Eisberg auch ein Teil, auch ein Wurlitzer. In Wirklichkeit, das war doch schon Wurlitzer-mäßig. Ja, das war der Eisbär-Wurlitzer. Viel Job und viel Fressen. Ja. War schön. Also ich mag mein Leben. Ja, also wir essen gerne. Wir haben kein Problem mit Essen. Und wir jobben auch gerne. Also? Ja. Ja. Da wird nebenbei schon gechattet. Draußen ist Freiheit von Tanz der Vampire für Black Widow Gaming.
Mal gucken. Ja. Unter diesem Dach lebt der liebste Mensch der Welt. Kann es Zufall sein, dass wir uns trafen hier? Sarah, bist du wach? Bitte komm doch an dein Fenster. Ich stehe hier im Mondlicht und wünsch mir, ich wär bei dir. Nicht zu laut, ich bin ja da. Mach bloß keinen Lärm, sonst hätte ich Papa. Kann es wirklich sein? Es ist ziemlich spät. Du und ich allein. Ich hielt's nicht mehr aus. Ich bin glücklich. Niemand darf's wissen. Ich wollte dich sehen. Drinnen erstick ich. Draußen ist Freiheit. Dort, wo der Horizont beginnt, gibt es ein Land. Mauer, die uns hier trennt, keine Grenze, die wir nicht überwinden. Komm zu mir, denn mit dir kann ich bis zu den Sternen gehen. Draußen ist Freiheit und Hoffnung, die man hier nicht kennt. Draußen ist Freiheit, weit fort von allem, was uns trennt. Beginnt was man Leben nennt. Wie romantisch im Mondlicht zu stehen, leider bin ich bereits eingeladen. Ein Stück weit darfst du mit mir gehen. Doch versprich mir, mich nicht zu verraten. Wo willst du hin? Ein Geheimnis von mir. Nicht durch den Wald. Wenn du Angst hast, bleib hier. Es ist dunkel und kalt. Das macht mir doch nichts aus. Du verirrst dich und erfrierst im Schnee. Ich weiß schon, wohin ich geh. Nachts kommen die Wölfe raus. Schnappe mich tot zu Haus. Draußen ist Freiheit. Dort, wo der Horizont beginnt, gibt es ein Land. Was man Leben nennt. Oh, da ist schon wieder eine Nachricht reingekommen. Draußen ist frei für Black Widow Gaming. Oh, ist das schön. Oh, wie wird man seinen Schatten los? Shadow. Das ist auch sehr anspruchsvoll, ne? Das ist von Meltico, ne? Ja, da muss ich kurz in die Meltiathek gehen. Ach, habe ich sogar wirklich drinnen gleich. Scheiß die Wand, dann ist das geil hier. Müssen wir einen richtigen Text finden. Ja. Dann mach doch noch mal kurz das Intro. Danke. Besser, oder? Ja. Ach, das ist so blöd formatiert. Jetzt geht's. Auf Fürstengunst verzichte ich und auch auf die Puderlocken der Muff und Staub und Weihrauchduft
genügt mir nicht mehr. Ich will das wahre Leben spüren. Es hat dicke rote Lippen, es riecht nach Wein und wärmt mich in der Nacht. Es flüstert leicht und lacht. Die Frage ist bloß, wie will man scheinen schattenlos? Wie jagt man seinem Schicksal nein? Wie kriecht man aus der eigenen Haut? Wie kann man je ein anderer sein? Wen soll man fragen, wenn man sich selber nicht versteht? Wie kann man frei sein, wenn man seinen eigenen Schatten nie entgeht? Was soll mir die Unsterblichkeit? Vor dem Sterben will ich leben. Der Grabgeruch der Lorbeergruft betäubt mich nicht mehr. Was ist die schönste Symphonie gegen einen weichen Busen? Kein Eigenklang kann je so zärtlich sein wie eine Hand im Haar. Die Frage ist bloß, wie wird man seinen Schatten los? Wie lässt man alles hinter sich? Wie jagt man sein Gewissen fort? Wie fliegt man vor dem eigenen Licht? Wie kann man flüchten, wenn man sich selbst im Wege steht? Wie kann man frei sein, wenn man seinem eigenen Schatten nie entgeht? Angst, die mir den Atem raubt, neben mir steht ein Dämon, Blei auf meinen Schultern. Da gehört jetzt eigentlich das Ensemble. Ach. Ist egal, oder? Wie wird man seinen Schatten los? Wie sagt man seinem Schicksal nein? Wie kriecht man aus der eigenen Haut? Wie kann man je ein anderer sein? Wen soll man fragen, wenn man sich selber nicht versteht? Wie kann man frei sein, wenn man seinem eigenen Schatten nie entgeht? Schatten. Ist ohne Chor nicht mehr so lustig. Ist ohne Chor nicht so toll, aber schön arrangiert. Ja. Aber schön wieder mal so Lieder zu singen, die ganz schön reingehen, ne? Also, ja. Es gibt einfach so Lieder, die sich ins Gehirn gebrannt haben. Wie ich es noch mitzählen kann und das nach gut 20 Jahren. Ja, das kann man mitzählen. Ich werde mich jetzt mal kurz demaskieren. Wirklich? Ich werde es zu heiß. Bist du zu heiß, ist er zu kalt. Ach, herrlich. Ich gucke gerade, jetzt kommt, glaube ich, was von dir, Clara. Never enough. Ja, drum. Da brauche ich Bewegungsfreiheit. dann ist mir noch was eingefallen. Ja. Von, gelten Filme auch? Filmmusik? Natürlich, natürlich. Ich würde so gern, I'll always remember us this way. Okay. Remember us this way. Ja, das können wir probieren. Ist auch so schön. Das hatten wir doch jetzt erstmal, oder? Von der Lady Gaga. Lulu Gaga. Gaga. Aber jetzt erstmal für Jörg 50. Für Jörg. Never Enough, the greatest showman. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Memory ist auch schön, ja. I'm trying to hold my breath. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand.
share this with me, 'cause darling, without you, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Still too little, this hands could talk the world, but it will never be enough, never be enough for me, never, 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 never for me, for me, never. Ja, das verdient das Prädikal gar nicht so deppert. Danke. Yeah! Hui, ja. Dankeschön. Ah, oh, danke, Milan. Halt die Tür zu. Danke, liebe Leute. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Tell us all this time. True as it can be. Smile to see the least, both a little scared, nay, the one prepared, beauty and the beast, ever just the same.
waren wir jetzt aber sehr schön nah beieinander. Ne? Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Vielen Dank für diese schönen Applaus. Dankeschön. Ach, herrlich. Ich bin so schön eingesungen vom Wochenende noch. Oh, herrlich. Schön, schön. Bist du schön eingesungen vom Zaubern noch? Ja, sowas von. Come with me. Das ist aber lang her. Schön. Das machen wir jetzt auch sofort hier. Aber jetzt geht's einfach los hier. Das ist übrigens eines unserer Lieder, mit denen wir zusammengekommen sind. Ja. Ja. Unsere Kenner wissen vor das. Ja. 20 Jahre. Ja, 20 Jahre. Klang damals anders, klingt jetzt anders, oder? Also, definitiv. Keine Ahnung. Ja, wir haben nicht jünger, Schatz. Ja, mei. Machen es trotzdem. Geil vorsingen. The Moulin Rouge, the movie. And the motion picture. Never knew I could feel like this. Like I've never seen the sky. Want to vanish inside your kiss. Every day I love you more and more. Listen to my heart, can you hear it sing? Telling me to give. May change winter to spring. Es geht wieder. But I love you until the end of time. Come with me.
jetzt müssen wir dann, glaube ich, bis sie Mitleid mit den Nachbarn haben. Könnte sein, dass er da mal zu wird, ja. Ich finde es lustig, weil... danke für das Feuerwerk, dankeschön. Milan schreibt, stell mir das so vor. Clara sitzt im Sandkasten und dann kommt Bernhard angeschlurft. Erstmal die Schippe auf den Kopf. Das ist mein Sandkasten. 20 Jahre später singen die schönsten Melodien. Also ungefähr. Genau. Zum Schluss des Liedes gibt es einen Knutscher. Super. Aber merkst du, das war heute das erste Mal, dass wir normal mein singen. Mein Sandkasten stand fast 50 Kilometer entfernt. Ja, sehr richtig. Ja. Liebe für alle. Es ist 21 Uhr. Oh nein. Halbzeit. Es ist genau 9 Uhr. Sie haben die Hälfte des Streams erreicht. Dankeschön. Alter Verwalter, wow, das war schön. Es ist das erste Mal, dass ich wieder so schön singen kann. Also wie damals. Ja. Ein Sommer wie damals. Schön. Wirklich schön, Bernhard. Milan, der geht jetzt raus. Nur für dich. With love and devotion. Ein richtiger Elton Johannes. There's a calm surrender, a cheer, a rush of day, when the heat of a rolling wine can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. Fingert. There's a time for everyone, if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors, when the heart of the star-crossed voyagers beats in time with yours. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough. Memory.
Also, Memory heißt das ja. Ja. Memory. Cats. Karaoke. Cats, natürlich. Karaoke. Mit Piano oder normal? Ach, normal, bitte. Star Sailor. Hi, grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Roland und Sonja. Aus der Next- Ah, yeah. Ja. Grüß euch. Servus. Schön, dass ihr da seid. Verdammt. Gypsy. Das ist jetzt schon. Das na, ist toll. Schon, na, toll. Ja. Memory von dem Musical Cats. Clara, gibt sich die ja, ne? Sound from the pavement. Du singst einfach selber, oder? Schau mal, ist das ja anders? Probieren wir das mal. The Style of Elaine Page. Ist das anders? Schön. Midnight, not a sound from the pavement, as the moon lost her memory, she is smiling. Hallo Mama!
Dankeschön für dein Follow und Momo. Hallo Momo, grüß dich mit Anhang. Dankeschön für den Raid. Herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Und pünktlich eine Stunde nach Stream. Also Memory habe ich schon lange nicht mehr gesungen. Aber Memory ist aber schön, oder? Ja, voll schön. Momo hat einen Wunsch. Merkt ihr das grüne Memory bitte, das ist gut. Das gefällt Momo, mir. Momo, wir haben gerade einen Musical-Stream. Musical, ja. Und Filme. Na, das passt doch gut. Die Sapsi loben. Wir müssen die Sapsi loben. Danke, Markus. Brave Sapsi, brave. Du, ja, die Sapsi knippen, Sapsi. Du die Sapsi knippen. Ja, ja. Ja, wir machen heute Musical. Ja? Ja. Wir haben bis einfach jetzt so nur Musical-Lieder gesungen. Ich glaube schon gefühlte 20. Mindestens. In der ersten Stunde waren es 20. Für die Nachbarn waren es circa 100. Hey, sag mal. Wer hat da gefurzt? Black Widow Gaming darf das. Sehr schön. Ich suche mir nochmal das aus. Hey Max, what's no touchy? What? Dun, 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 dun. I can't touch this. Dun, 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 dun. Elizabeth. Elizabeth. Oh, auch schön. Mach mal Bote in der Nacht. Dann haben wir wenigstens das Duettchen. Gut. Schau mal, ob es überhaupt an. Bote Inder. Der Bote. Der Inder mit dem Namen Bote. Der Inderbote. Ich guck mal ganz kurz, ob es da ein schönes Playback gibt, sonst muss ich ein bisschen tricksen. Buh. Ah, okay. I understand, Max. Thanks for the explanation. Jetzt haben Momo wir. Always wants a touchy in Dead by Daylight. Ach so. Das Lady Gaga-Lied. Ja, ja, das will ich heute auch noch singen. Always remember us this way. From the musical, Elizabeth. Genau, das DHL-Lied. Bote Inder. Alter Verwalter. Liebe kann vieles, doch manchmal ist Liebe nicht genug. We are very fun. Thank you, Max Renbury. Glaube ist stark, doch manchmal ist Glaube selbst Betrug. Wir wollten Wunder, doch ich will, sie sind nicht geschehen. Elisabeth ist nicht geschehen. Lesen. Aber warum, Lucchini? Es wird Zeit, dass wir. Wir sind wie zwei Boote in der Nacht. Jedes hat sein eigenes Ziel und seine eigene Kraft. Wir begegnen uns auf dem Meer und oft fällt der Abschied uns schwer. Doch was uns treibt, liegt nicht in unserer Macht. Du möchtest alles. Doch manchmal ist wenig schon sehr viel. Dein Traum ist mir zu klein, sich nah zu sein. Im Dunkeln genügt es nicht als Ziel. Ich will nicht dein Schatten sein. Könntest du einmal nur durch meine Augen sehen, dann würdest du mich nicht länger missverstehen. Wir sind wie zwei Boote in der Nacht. Jedes hat sein seine eigene Fahrt. Wir
und da fällt der Abschied uns schwer. Warum wird uns das Glück so schwer gemacht? Du und ich, wir sind zwei, ich brauch kannst du nicht bei mir sein? Jedes hat sein eigenes. Ich brauch dich. Ich liebe dich. Warum sind wir allein? Wir begegnen uns auf dem Meer und sind mehr allein als zuher. Das Glück so schwer gemacht. Ich lieb dich. Begreif doch, was nicht sein kann, kann nicht sein. Ein schönes Lied. Elizabeth, Evermore, Bote in der Nacht, scheiß die Wand an. Was haben wir sonst noch musikalmäßiges? Ah, Moment mal. Hammer, für die Momo. Ja, nein, Momo. Wenn ich tanzen will, kann ich immer noch nicht. Das ist aber so geil. Ich kann es aber noch nicht. Ich schaue ganz kurz, ob es da noch was gibt. Das ist die Reprise von oh Sing mit mir ins Meer der Zeit. Okay, was probieren wir jetzt aus? Oh ja, aber pass auf, da geht mir jetzt der Achterl in die Wäsche. Krolog. The Dance so of the Vampires. Das ist der geilste Teil am ganzen Musical. Sing mit mir ins Meer der Zeit. Also bitte, Leute, ich kann also so bitte. Nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Das unterbricht mein Gänsehautfeeling. Ja, aber danke, Jo. Ich weiß das sehr zu schätzen, Esper. Ich weiß das sehr zu schätzen. Machen wir es nochmal. Sing mit mir ins Meer der Zeit. Lern von mir, was es heißt zu leben. Spür das Glück der Traurigkeit. Fühl die Wollust, dich aufzugeben. Such mit mir den schwarzen Gral. Ich lehr dich, was es heißt zu lieben. Löse die Fesseln der Moral. Folge deinen verborgenen Trieben. Liebst du dieses Leben? Wird dein Leben sein und dich befreien. Oh, das ist das Geilste. Sing mit mir ins Meer das. Ja, das war geil. Sing's nur an, ja? Sing's mal ja, an. Ja, sing's nur an. Aus dem Schweigen der Nacht steigen dunkle Visionen doch. Bleib bei Clara, jeder Albtraum erwacht, Schatten.
Herzen werden zu Dämonen, überall droht Gefahr. Ich halt aus, und was immer ich tun muss, will ich tun viel klarer. Unbeirrt geradeaus gehe ich ins Irrenhaus, weil ich dich liebe. Oder manche sagen auch zu Hause dazu. So viel Sehnsucht in mir, ich will wieder nach Haus, doch ich gehöre nur Clara. Und bin ich neben ihr, sind die Ängste Illusionen, nur die Gefühle sind wahr. Ich bin stark, ich bin hart, und was immer ich sein muss, will ich sein für Clara. Und wie lang ich auch wart, irgendwann und irgendwo sind wir geborgen. Schön, oder? Ja. Find schön. Ja. 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 Sag du was an. Schön. Jetzt machen wir Always Remember Us This Way. Okay, Entschuldigung. Ja, für Milan. Für Milan. Da hat irgendwer aus I'm from Austria auch ein Musical gemacht. Ist doch schön. So. Ach so, ja, sie haben ja sogar ein Musical draus gemacht. Ja, siehst ja. Siehst du? Ja. Stimmt ja. I'm from Austria, das Musical. Lady Lulu, Gaga. Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch a fire. It's buried in my soul like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm
Der Moment, wenn es ganz leise wird. Willst du irgendwas sagen, Bernhard? Nein. Okay. Alles gut. Habt ihr eigentlich Lust, heute noch zu spielen? Wollen wir spielen? Eine Runde? Nachher? Quiplash? Ja? 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 Ich will Quiplash spielen. Moment. Ah, ich habe Marlene versprochen, ja, dass ich Mama Mia für sie singe heute. Die singen das im Chor. Kennt ihr das, was ich in die Liste geschmissen habe? Lay all your love on me. Ja, 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 ja. Ach, das ist ja auch, auch aber warte mal. Das müssen wir probieren, dann machen wir einen Soundcheck draus. Aber zuerst mal Mama Mia. Zuerst mal Mama Mia für Marlene. Für die Marlene Liebe. Marlene für dich. Marlene für dich. Here I go again, my, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just so much I miss you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, my, I could never let you go. Here I go again, my, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I missed you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, even if I say it's a game we play, bye-bye, doesn't mean forever. Mamma mia, here I go again, my, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I missed you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Hatten wir noch nice ending. Die Version. Ja. Nur so, für Marlene.
Und für Game, Black Widow Gaming, ja, probieren wir jetzt Lay All Your Love on Me von ABBA. Okay. Lay? Jetzt bin ich gespannt, ob ich das kenne. On Me. Tatsächlich, ABBA. Da bin ich aber jetzt sehr gespannt. Sind ja wieder on Tour, ne? Ach ja, das war das. Ah ja. Ich habe keine Ahnung, wie die Strophe geht. Lebt halt ein bisschen vom Chor, gell? Bisschen merkst, schon. Merkst du das?
Hast du gut gemacht, Bernhard. Ja. Na, von dir. Danke, Black Widow. Und den Harmonien halt. War ein, ne? Soundcheck. Es war ein Soundcheck, na klar. Kurz gucken. No, was tust du gucken? Machen wir jetzt There Is No Game. Mr. Game. Wie ist das nochmal? Kannst du dich noch erinnern? Das wird... oh Gott. Gigi's Song with Lyrics. Ja. There Is No Game, Gigi's Song. Moment. Wie ist denn das gegangen wieder? Kannst du dich erinnern? Oh Gott. Nächster Soundcheck. Wrong Dimension. Probieren wir auch mal was aus. Gigi's Song with Lyrics. Instrumental Version. Das war so gut. Hi News 1, schön, dass du da bist. Hallo News 1. Ja, die Nachbarn sind heute arm. Da war das Intro zweimal, glaube ich. Slowly losing control. Stuck in front of a colored black hole. I feel compelled to sing and express all the feelings that I deeply process. If there is no gain, there is no chi-chi. Oh, chi-chi. Delayed function is our memento mori. But as we can't copy-paste our downloads, let me read you my actual code. Sag ich doch ja, zweimal Chi-Chi. Intro. You were always too late. Let me read you my actual code. Now there is set to zero. Bring crying trace and sorrow for Gigi minus you die. What's a game with no pleasure? Es war doch nie so hoch. Home is what we are, and go to me and press return. Singen wir, lass mich mal das Original hören. Ja. Das ist, als wäre das nicht die richtige Tonart. Schon komisch, oder? Das gibt's ja gar nicht. Schauen wir ganz kurz. Gigi's Song. Sarah! Das habe ich nie so hoch. Real Tournament. So badass. Especially with the reverb. All the feelings that I deeply process. Sixth. There is no game. Let me read you my actual code. There is sad to zero, then cry and trace of sorrow, for GG minus you type N. What's a game with no pleasure, loop on still as we go together, if we always want we earn and go to me and press return. Ja, liebe Leute, wenn ihr dieses Spiel nicht kennt, ja. Das ist ein Spiel, das muss man gespielt haben. Das heißt, There is no game. Spielt das. Und das ist ein Wahnsinn. Es ist ein Spiel, das. Da geht es darum, dass es kein Spiel gibt. Ja. Und für alle Retro-Fetischisten ein Gaumenschmaus. Ja. Es ist einfach ein Wahnsinn. Das kann man nicht beschreiben. Ein Spiel. Nein, die ist bestimmt, hat das bestimmt nur einen Trick. Ah ja. Genau. Gronkh hat es auch gespielt. Ja, ist schon ein Jahr her, aber wir haben es zuerst gespielt. Haben wir? Ja, vor Gronkh, offensichtlich. Ja. Hauptbentauch-Jabempe. Dankeschön für deinen Resub. Einen Monat, 14 Schön, Monate. Schön, dass du da bist. Hey. Wahnsinn, 14. 14. Monat. Guten Abend ebenfalls. Skyfall kenne ich gar nicht so gut. Ich habe übrigens wen gefunden, und zwar, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Amnag Gaidri. Ich weiß nicht, wie man ausspricht, aber er spielt wie ein Gott. Das ist aber das Falsche, oder? Muss ich das ganz kurz ein bisschen spoilern? Das war. Du musst dich doch nicht entschuldigen, Haubi. Mein Gott, schön, dass du heute da bist. Bitte gebt euch das. Ja.
Das ist ein Wahnsinn. So musst du Gitarren spielen können. Ja. Ich gehe mal davon aus, der Typ ist blind und hört deswegen mehr wie wir. Hört euch das bitte kurz an. Was der aus diesem Leierkasten rausholt. Jetzt lass ihn mal spielen. Ja, das geht nicht. Sapperlo. Jetzt. Sie kann auch singen, ja, aber... Achtung! Ja. Und jetzt kommt gleich meine Lieblingsnote, Achtung! Ich weiß nicht, wie der das spielt, aber das klingt so geil. Achtung! Eins, zwei, drei! Das bitte geil. Ich weiß nicht, warum ich das gefunden habe, so aber großartig. Ich weiß nicht mehr, wie man den ausspricht. Wir wollen gar keine 35.000 Zuschauer, Markus. Dann könnten wir gar nicht mehr lesen, was ihr alles Nettes in den Chat reinschreibt. Ja, stimmt. Da wäre ich viel zu überfordert. Am Anfang muss man gestehen, ich habe unser Kränzchen viel lieber. In den ersten paar Monaten denkt man sich, ja, mehr Leute. Nein. Ja, aber normaler Y7-Akkord, genau. Y7. Ja. Ja, ganz normal. Ein verminderter. Ich würde sagen, ein verminderter. Doppelt aufgespritzter. Aufgespritzter Verhöbelt, würde ich sagen. Ja. Im Speckmantel. Im Speckmantel. Geiler Speckmantel. Ja, also am Anfang denkt man sich viele, viele Zuseher und so und Follower und so. Ja, ist eh klar. Aber irgendwann dann. Jägerkiller! Hi, grüß dich! Jägerkiller! Hallöchen! Grüß dich! Ja, Wahnsinn! Ganze Kommunität vom Spoonie da. Kommunität, heute. Spoonie, streamst du morgen eigentlich auch? Ach, verdammt, wir sind ja morgen in der Donaulodge, ne? Hi, Festus! Grüß dich! Schön, dass du aus dem Lörk Hallöchen sagst. Hallo aus dem Lörk. Wir, ja, wissen wir sind morgen in der, wir sind jetzt dienstags öfters mal in der Donaulodge. Und für deine Spoonunität. Wir sind leider morgen jetzt öfter in der Donaulodge am Abend, ja. Aber ja. Ihr könnt ja dann trotzdem bei Spoonie vorbeikommen. Das Gute ist, ja. Wir sind nicht jeden Dienstag in der Donaulodge, sondern machen wir auch donnerstags. Ja. Also. Und ja. Weil ich dann immer kann so. Kann das Spoonie auch am Donnerstag mal rauskommen. Weil ich immer so brav Werbung für Spoonie mache. Ganz wichtig: Eisbär hat ja auch einen Kanal. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt öfter unterwegs auf Jägerkiller, danke im für Radio. Deine Herzchen. Vielen Dank. Dankeschön, sehr für 100 Bits, Dankeschön. Dankeschön. Es können genau. Alle froh sein, dass ich nicht singe. Ja. Falls Eisbär noch nicht eingeschlafen aber ist. Du bist halt der Zauberhaftere von uns, ne? It's magic. Zumindest von mir. Falls Eisbär noch nicht eingeschlafen ist, Knut, ihm geht es nämlich genauso wie mir. Knut, ich schlafe bei kneten. Den Streams. Achso, Knut ist kneten. Okay, ja. Entschuldigung. Ja, Knut ist ja immer im Radio. Ja, auf den Backyards-Streams. Backyards-Streams. Warte mal, das heißt... Ja, genau, das ist ja das. Knutterbund. Knutterbund, genau. Genau. Und da könnte man dann auch einen Link reingeben. Ich weiß leider jetzt nicht auswendig, wie der Link ist, aber es ist, ich glaube, wenn man Knutterbund eingibt... Ja, naja. Mal gucken, vielleicht das nächste Mal machen wir dann Werbung, wenn wir Knut haben. Ne? Genau. Ja, ich glaube, Elephant Love Me, das ist ein bisschen laut jetzt schon. Ja, jetzt sollte man vielleicht ein bisschen was Chilliges. Sollte man eine Runde Quiplash spielen? Ja. Soll ich noch ein leises zum Abschied singen? Dann spielen wir eine Runde Quiplash. Dann spielen wir eine Runde. Spielen wir eine Runde Quiplash. Ist gut. Jetzt sind noch viele da. Weil ist so. Weil wir es gerne tun. Ich ändere mal kurz weiter die mitspielen. Kategorie. Ich sehe es genau. Ihr seid mindestens 21 Leute hier. Machen wir International oder Quiplash normal? Ist da ein Unterschied? Ja. Ich glaube International. Ich glaube, das war lustiger International. International. Ja, weil da gibt es dann zum Schluss immer das tolle Finale. 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 Finale grande. Schön. So, wir mal gucken, ob wir das rüberschieben können. Zack. Und. Haben wir eigentlich Job? Ja, nein, Job haben wir nicht. Aber wir haben, wir hätten Jack Wicks Party Pack 6, What the Dub hätten wir auch. Trivia Murder Party haben wir auch. Haben wir auch, ja. Aber. Jetzt machen wir mal Quiplash. Check, Quiplash finde ich jetzt einfach toll. Ja. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Hab Finale jetzt Gold von den Sternen. Fertig, genau. Eigentlich auch eine schöne so, Idee. Dann sollen geht's wir noch schnell jetzt Gold von den Sternen? Auf zur... Nein, er will nicht mehr. Nein, wir machen jetzt Quiplash. Servus. Hi. Quiplash. Hör auf, Norddeutsch kannst du nicht. Ich weiß. Wenn ihr mitspielen wollt. Ich probiere es hart, aber ich kann es nicht. Clara, wo muss man hingehen, wenn man mitspielen will? Auf checkbox.gg. Und dann euch einen hübschen Namen überlegen und Bernhard sagt euch dann den Code zum Einsteigen genau für das so Spiel. Ist es. Also, checkbox.gg. Spielt eine schnelle Runde mit uns. So. Ich werde euch jetzt in guter Alters... Den Sessel. Ja, genau. In guter Alters-Bunny-Manier
werde ich jetzt euch gleich den Code, jetzt habe ich den Code schon gesagt, verdammt. Ja, vielleicht seid ihr gar nicht so schnell. Jirf! Spoonie macht das immer besser als ich. Jirf! Gar kein geiles Intro heute. Nein, heute kein Intro. Widow ist schon da, schau. Schau dir das an. Game. TV geht auch, ja. Aber GG ist, glaube ich, irgendwie speziell für die deutschen Versionen oder ja, so. Ja, das ist richtig. Irgendwie ist es mit der Kamera blöd. Warte mal. So. Ich mach's mir mal bequem. Also. Leute, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Das Boonspender ist da. Was mit Zipfi? Hat sich der schon verabschiedet? Ich weiß nicht. Eisbär, nein, enttäusch mich nicht. Was denn? Du kannst ja auch am Handy mitspielen. Ich schau zu, ach so, im Publikum, okay. Ist ja kein Problem, wir könnten ja auch mal zu viert spielen, also fünft. Ist ja auch okay, oder? Leute, kommt rein, sind alle rein. Müde, Clara, es war viel zu tun. JRFB. Also, wir spielen jetzt eine schnelle Runde mit Widows, Spoonständer mit Milan und mir. Es geht los. Muss ja nicht immer die große Mörderparty sein. Mörderparty, verstehst du? Egal. Regal. Quiplash. Hier ist Quiplash. Mein Name ist Smitty und ich bin rechtlich nicht dazu verpflichtet, euch noch mehr Informationen zu geben. Ich hoffe, ihr seid bereit, denn das Spiel hängt auf keinen Fall genau davon ab. Okay. Runde 1. Zu Runde 1. Ihr kriegt 2 Prompts auf euer Gerät. Beantwortet diese einfach, wie ihr wollt. Eure Antworten oder Quips werden mit denen eurer Mitspieler verglichen und jeder darf für seine Lieblingsantwort abstimmen. Ihr kriegt mehr Punkte, wenn mehr Leute eure Antwort mögen. Spannend. Dann geht mal los. Ja, machen wir mal, ne? So. Also jeder schreibt jetzt was auf sein Gerät. Ja, ihr kennt das ja eh alle, ne? Okay, das wird heute wieder sehr interessant. Eieieiei. Wo sind meine Ideen heute nur? Ja, ein langer Tag. Scheiße. Wir hatten heute nämlich schon Regiebesprechung für unseren Film und ja, Drehbuchbesprechung. Sehr lange, sehr ausgiebig. Es wird sehr interessant. Ich kann euch eines sagen, wir sind gerade dabei, einen Film zu produzieren. Der hat's in sich. Ja. Die Uhr tickt. Lasst euch Achtung, was 10, oder 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Jägerkiller ist schnell geblockt. Aber das war der Automod. Mal sehen, fressen. Was wir hier so haben. Ja, ich habe ihn vermittelt. Das solltest du bei deinem ersten Tag im Gefängnis auf keinen Fall laut verkünden. Super. Okay, wählt euren Favoriten. Also, ich hier. Naja, ich gehe mal den klassischen Weg, ne? Na toll. Naja, schon. Die Seife hätte jeder nehmen können, ja? Danke, Spoony. Weiter geht's. Etwas, das man lieber nicht in einem Kaugummiautomaten finden möchte. Okay. Ja. Okay, da war wieder mal. Da drüber. Das war klar. Das war so klar. Da ist jetzt der Juryfetzen vom Spoonie zu uns rübergewandert. Ja, eindeutig. Und wir haben keinen Command. Ja. Zappalot. Verdammt. Widow! Ach.
Bist du ein Schluck Wasser? Nein, danke. Ich will mich ja nicht waschen. Ja. Schurifetzen, Bernhard, wie lautet das Sprüchel? Das ist das Ding, bitte sehr, das nimmt man noch im Geschlechtsverkehr. Ah ja. Also, ein absolut annehmbarer Grund, mit einem Raben auf der Schulter herumzulaufen. Wie Uri Geller in der Show zu sein. Ich bin Uri Geller. Ich darf das. Verdammt. Ja. Korax. Korax. Ja dann. Bring es rüber. Ja dann, bring es rüber. Das ist ein Insider. Herrlich. Oh ja. Scheitern at its best. Sunispender. Sunispender, er kommt bald wieder. See you soon, Spender. Hier ist der nächste. Ach ja. Ein Inhaltsstoff, der in einer Flasche Wasser definitiv nichts verloren hat. Sind neue Kübel. Urin. Ethylbenzolsulfat-Carbonat-Dextrin. Also Urin. Urin, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendwas wie Methyl. Na, wie sagt man? H2O. Ist ja diese lustige Abkürzung, ne? Widow, kennst du das, was du da schreibst? Dihydrogenmonoxid. Genau, Dihydrogenmonoxid. Also Monoxid, Wasser. Genau. Ich war jetzt einfach Danke, mal beim Schatz. Urin, weil ich es verstanden habe. Danke, Schatz. Ja. Der nächste. Das solltest du besser nicht sagen, wenn sich im Bus jemand nackt neben dich setzt. Ja, das ist gut, da kriege ich wenigstens ein paar Punkte. Haus. Halt. Ja. Oh, Sunspender hat einmal. Ja. Runde 1 ist geschafft. Und das ist der Punktestand. Ja. Vergoggelt. Nee. Und. Oh, Widow! No, ich hab vergackt. Schau da was an. Und jetzt Runde 2, wo alle Punkte und Boni verdoppelt werden. Wie spannend! Wie spannend! Die Zuschauer dürfen gerne die Mitspielfunktion für das Publikum nutzen, solange wir darauf warten, dass die Spieler fertig werden. Oh, ich bin heute so schwach. Also ich muss gestehen, ich bin besser, wenn ich mit am Dienstag mitspiele mit Spoonie. Ja, gell? Weil auf der Couch fällt nicht mir so mehr unter ein. Druck. Ja, wirklich. Gute Nacht, Elektromichel. Mach's gut. Gute schlaf Nacht, mein gut. Lieber. Danke schön, dass du da warst. Danke fürs Dabeisein. Dankeschön. Hab eine wundervolle Woche. Woche. Ich glaube, wir haben diese Woche eigentlich nur Musikarbeit, oder? Nur Musik. Ja. Morgen ein bisschen schneiden, ne? Musikschule, aber dann... Eine abgelehnte Farbe für Wachsmalstifte. Kackbraun. Na schön. Stimmspune, genau. So ist es. Wir beginnen mit... Was ein schlechter Undercover-Polizist sagt, der sich als Teenager tarnen will. Sehr geil. Du bist mein Fidget-Spinner, okay, Digga. Schreib ins Buch, Digga, ja, oder ja, bist ja. du lost? Das ist Black Widow. Warum? Der hat meinen Punkt. Warum? Schreib ins Buch oder bist du lost? Woher ist das denn? Aus Phasmophobia. Aus? Wirklich? Das hat Tobi immer gesagt. Wenn er den Geist locken Wirklich? Wollte. Ey, Digga, schreib Na. Ins Buch oder bist du lost? Yeah! Okay, ist ja wieder Insiders. Milan. Also ich finde den Fidget Spinner auch schön. Ja. Finde ihn auch schön. Okay, der nächste yeah. bitte. Etwas, das jemand sagen würde, der Kevin heißt. Oh, oh gemein. Stimmt auf euren Geld. Die Tafel schmeckt nach Reisdick. Das ist mein Lieblingsschmäh. Mama, der Apfel schmeckt nach Eistee. Kevin, das ist ein Pfirsich. Kennst du das nicht? Oh. Ehrlich. Widow, wieder Widow. Geil. Ah. Hm.
Nächster Prompt. Der ultimative Traumjob ist... Phasmophobien? Ich habe das ewig schon nicht mehr gespielt. Geil. Ich glaube, das ist schon viel zu schwer für mich geworden mit den ganzen Warum? Updates. Phasmophobia. Aber Spoonie, mit dir würde ich mich trauen. Oh oh. Und ich glaube, Black Widow Gaming wird auch mitspielen. Es ist halt irgendwie so eindeutig, ne? Oder? Ja. Irgendwie. Was? Es ist ein anderes Spiel. Komplex, mehr komplex geworden. Komplex. Wir, ja, macht mich aber auch irgendwie ein bisschen neugierig. Geil. Dieses neue Silvester-Ritual wäre viel besser als Böller. Black Widow hat extra gekauft. Ja, dann wird es eh Zeit. Herr Eisbär. Du bleibst im Hänger und schaust, ob du irgendwo kleine leuchtende Pünktchen siehst. Eisbär, post mal bitte den Link zu deinem Radiokanal. Ja. Ist mir vorher nicht eingefallen. Ja! Ich hoffe, der kann er überhaupt posten, ja, oder? Ich denke schon. Ich hoffe schon. Und sonst. Kann man das permitten? Vielleicht Black Widow Gaming. Als nächstes an der Reihe. Schicken und sie posten. Genau. Was die Freiheitsstatue heutzutage statt einer Fackel hochhalten sollte. Paul Panzer! Was die Freiheitsstatue heutzutage statt einer Fackel hochhalten soll? Ein Regenbogen-Einhorn, ein übergroßer Gummidildo. Einhorn. Definitiv Einhorn. Einhorn, das warst sicher du. Warum? Keine Ahnung. Aber das ist die richtige Antwort. Ich nehme den Gummidildo. Das ist aber die richtige Antwort. Nein, aber ich will den Dildo. Na schau, sag ja. Widow ist bei dir, Kleiner. Super Spoonie. Ich wusste, dass das Wenn ich bei dir im Stream so eine Antwort schreibe, bekomme ich keine einzige Stimme. Ja. Ihr habt die zweite Runde überlebt. Eure Punktestände. Jetzt bin ich vorne. Oh, Eisbär hat leider keine permitted bekommen. Also ich weiß. Noch immer wieder mit 6.800. Ja. Das ist aber viel. Jetzt sieht weit nach vorne. Jetzt kommt Runde 3, der letzte Lash. Diesmal kriegen alle genau denselben Prompt. Schick's mir als WhatsApp, dann kann ich's posten. Ja, stimmt. WhatsApp. Folgt ich bin in WhatsApp nämlich drinnen. Lash-Anweisungen. Oh. So, also wo waren wir jetzt? Jackbox. Überlege dir eine coole Wrestling-Attacke mit diesem Wort im Namen. Quetsch. Quetsch. Vor. Ah, super. Sounderbar, das war's genau. Überlege dir eine coole Wrestling-Attacke mit diesem Wort im Namen. Quetsch. Finish him. Round one. Fight. Finish him. Player one. 10, 9, 8. Und das habt ihr angerichtet. Ja, genau. Der phasmophobische Eichelquetscher. Absolut tödlicher Hodenquetscher. Der brutale Hodenquetscher. Quetsch mich, denn ich lieb dich. Der lustige Hodenquetsch. Warum ist eigentlich jeder auf Hoden also fixiert? Das ist ja unglaublich, oder? Der lustige Hodenquetschschnalzer. Der phasmophobische Eichelquetscher. Absolut tödlicher Hodenquetscher. Quetsch mich, denn ich lieb dich. Ach, verdammt, was nimmt man da jetzt? Ich finde, absolut tödlich ist. Nein, aber der lustige Hodenquetsch schnallt es einmal gut. Dann finde ich. Der phasmophobische Eichelquetscher, der absolut tödliche. Nein, der phasmophobische ist kreativer. Und quetsch mich, denn ich liebe dich. Ja, das verrate ich nicht. So. Okay, wer nimmt heute eine Medaille mit nach Hause? Bronze? Genau, jede Antwort tut gleich weh. Oh, Gold? Widow, scheiße, Widow hat gewonnen. Schau dir an, wie viel Widow Gold bekommt. Hodenquetsch, Schnalzer sind einfach super. Ja, das hat man sofort im Ohr. Bis Stepper. Ja. Alter Verwalter, das wären über 10.000.
Und geschafft. Für welchen Hoden denn, Chat? Für deinen Black Widow. Okay. Wissen wir da etwas Boden nicht. Boden ist jetzt das Safe Word, genau dafür. Mit dem Hoden am Boden. Das hat der Automat gleich mal rausgehauen. Der hat fast 10.000 Punkte. Ja. Alter. Hoden ist das Safe Word. Dann machen wir eine Runde, oder? Sicher. Machen wir eine Runde und schauen wir, vielleicht kommen ja neue Spieler dazu. Also, falls ihr auch lustige Hoden-Witze wollt, jetzt könnt ihr mitmachen. Und der Code lautet Mjetzeku. 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 Nochmal. Der heutige Checkbox.gg-Code lautet. Alter, das gibt's ja. So, ihr habt jetzt alle gesehen, wie lustig das ist. Mjetzeku. M-J-Z-Q. M-J-Z-Q. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Oh, kommen Sie näher, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Milan geht schon schlafen. Oh. Ach, schade. Aber schön, dass du da bist und danke auch fürs Mitspielen. U-Zäppchen ist da, jetzt wird's gefährlich. Eine letzte Runde für heute. Eieiei. Wenn Hoden hinter Hoden, 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 Hoden nach. Genau. Was? Hoden hinter Hoden, Loden. Na, wenn Hoden hinter Hoden, 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 Hoden nach. Ich denke mir, das sind Hodenloden. Festus, Zäpfchen. Ja, du hast ein Krönchen. Sunny Spender. Ja, Widow Wild gewonnen. Zwei Plätze hätten wir noch. Leute, kommt, es ist lustig. Eine schnelle Runde. Gebt der Window, Widow das Kommando. Black Widow. Black Widow Gaming. Das klingt so falsch. Das ist nix. So, dann würde ich sagen, wir spielen ihn. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Zero. Zero. From zero to hero. Ready. And... Quiplash. Go. Willkommen im Spiel. Ich will, dass ihr alle locker seid und Spaß habt. Aber seid ja lustig. Super. Jawohl. So. Komm, es ist lustig. Das sagt meine Frau auch immer. Je mehr Leute eure Antwort wählen, desto mehr Punkte kriegt ihr. Los. Marie wird schon eins. Was? Das gibt's ja gar nicht. Wow. Alter Verwalter. Das, jetzt gewinne ich es, pass auf, das ist die beste Antwort. So, ich hab's. Jetzt gewinne. Ich glaube, jetzt bin ich in Fahrt. Jetzt bin ich warm gespielt. Ja, jetzt bin ich gefährlich. Widow ist schon da. Noch 20 Sekunden. Oh, nur 20 Sekunden. Zäpfchen ist schon da. Wer klatscht denn hier am Zäpfelchen? Euch. Benutzt eine Notfallquip, wenn euch nichts einfällt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh je. Und los geht's. Black Widow Gaming hat einen Lauf. Dann starten wir mal die Show. Oh, oh. Sie entschuldigt sich jetzt schon. Okay. Das ist das dunkle Geheimnis des Bärenmarke-Bären. Was ist der Bärenmarke? Keine Ahnung. Sie bestehen aus Haribo-Bären. Er nimmt Ziegenmilch. Den Kaffee hat Ziegenweiß. Ziegenmilch gefällt mir. Dann nehme ich die Gummibärchen. Sie bestehen aus Haribo-Gummibären. Ziegenmilch im Kaffee ist schon eine harte Nummer. Das ist Kastanelan. Nein. Das, oder wie die Clara sagt, das ist Kastasau in Arschland. Das würde ich nie sagen. Österreichischer Kulturdialekt. Ich sehe dann kein Kaffee mehr.
Wieder keine Gors ablecken. Wenn du Blut hustest, solltest du dir Sorgen machen. Aber wirklich Angst solltest du bekommen, wenn du das hier hustest. Schurebitz. Wenn du durch den Anus, wenn du deine Hoden hustest, du musst einmal so heftig husten, dass du einen hoch... Wie heißen die Hoden, die hoch sind? Die? Wanderhoden. Ein Wanderhoden. Eher Wanderhoden. Durch den Anus hustest, bist du... Geil. Das geht aber wirklich, gell? Wirklich. Ja, das geht. Das heißt Furz. Ach ja. Als nächstes an, mit den absurd hohen Münchner Mieten wird heimlich das hier finanziert. Das Bernsteinzimmer. Stimmt, die Hofbräuhäuser. Das geheime Hinterzimmer im Hofbräuhaus. Jeder denkt so von so. Ihr gesagt, das Bernsteinzimmer. Wenn der Wanderhoden bei der Mandeloperation entfernt wird. Die Rache der Wanderhoden. Die Wanderhoden. Wow, wow, Clara. Ja, sag und mal. Und das beim 100%. Spoonie. Das war Kampf der Giganten, oder? Ha! Bist du der Mann jetzt? Eine gute Art, Strom zu sparen, ist... Ja. Den Sklaven länger laufen zu lassen, das Sextoy auf Solar umzustellen. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich jetzt... Das kann man nur verwenden, wenn es hell ist, ne? Nur zum Mittag. Das ja, funktioniert ja, doch nur nicht konzentriert ohne Batterie. Gewesen. Ja, ja, ja. Oh, Kaiser! Ja, schön, schön, schön. Ich sollte mich konzentrieren. Aber kein Quiplash, nein. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Als nächstes kommt, du weißt, dass du alt bist, wenn du an die Bar gehst und der Barkeeper dich fragt. Auf die Plätze. Soll ich dem Pfleger anrufen? Darf ich Ihnen den Stuhl hinschieben? Okay. Darf ich Ihnen den Stuhl... Ist auch nur eine nette Frage für Analsex, ne? Darf ich Ihnen den Stuhl... Wie geht das? Da gibt es einen blöden Spruch. Darf ich Ihnen den Stuhl schieben? Oh. Mann, Spoonie, konzentrier dich, du hast mich nicht... Ja, sag einmal. Ja, hallo? Ja. Hallo erstmal. Ja, darf ich hier den Stuhl nach vorne schieben, genau. Was? Der Name eines Aktadresse? Der Pillenknicker. The old farts again. Das ist auch gut. Der Pillenknicker. The old fart farts again. In Amerika heißt ein alter Mann old fart. Alter Furz. Ja, und das ist natürlich... Kampf der Giganten. Das war Runde 1. Mal sehen, wie es mit den Punkten aussieht. Oh ja. Oh oh. Oh ja. Haben wir auch gucken, ob wir das halten können. Und um es etwas interessanter zu machen, verdopple ich alle Punktwerte. Ihr habt schon richtig gehört. Oh oh, und los geht's. Ich hab einen Insider. Macht schneller, ich will noch das Restal vom Spanferkel futtern, bevor ich umfalle. Oh, was gibt's es wirklich gibt nur ans? Noch was. Oh es gibt, er hat heimlich ans weggegeben. Ich ja, glaube, das glaub ist auch, alles weg gewesen. Auch. Er hat sich die halbe Sau gehalten, sag ich da. Ja, ja. Wahrscheinlich macht er jetzt aus dem Restl von Spanferkel ein Thai-Curry. 10, 9, das 8, so scharf ist, dass 7, es nur er essen 6, kann. 5, 4, 3, 2, 1 und... Oh, Bernhard. Ne, mit der Latenz geht es ja aus. Ach so. Schnell, schnell, schnell. Ach,
Boah, Spoonie. Dann schauen wir uns das, das mal an. Das war jetzt knapp. Fangen wir an mit... Vergiss Hamsterbälle. Hamster von heute benutzen. Hamster... U-Boote. Okay, Hamster. Jetzt für ach, Spoonie. Bärenkatapult. Was? Bärenkatapult. Was? Fuck you. Fick dich. Das ist ein Insider, das muss man verstehen. Bärenkatapult. Bärenkatapult. U-Boote. Was ist ein Hamster-U-Boot? Dildo, Zapferl, du hast meinen Punkt. Definitiv. War klar. Das war klar. Das Safe-Word ist aber heute noch, er ist und bleibt... Hoden. 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 Den Hoden in kaltes Wasser. Der nächste in unserer Liste. Irgendwann wird sich Deutschland in das hier umbenennen. In Hoden. Okay. Nordösterreich. Nordbayern. Ja. Nordösterreich. Na, ich lasse jetzt mal die Katze im Dorf und nehme Nordbayern. Nordösterreich. Warum? Ist... Nein, es ist mir zu... Ein Kanarienvogel mit Tourette. Ein Wellenfick dich. Da muss ich nachher den Witz dazu. Muss ich nachher den Witz dazu. Ihr seid alle feig. Ihr seid alle feig. Der nächste? Daran erkennt dein Partner, dass du eine Affäre mit einem Clown hast. Der Sex wird lustiger, das stimmt, Furzkissen hängt noch an der Zahnspange. Oh, ist das gut. Ah, ist das gut. Das gibt's ja nicht schon wieder. Das sind zwei so gute. Ja. Sex wird lustiger. Aber das Furzkissen hängt ja, nimm du das, ich nehme Sex wird lustiger. Ich kann ja die Warner dabei. Ach so. Ja, ja, dann nehme ich das Sex wird lustiger. Ja. Das Spoonie, viel besser. Ja. Absolut verdient. Furzkissen hängt noch an der Zahnspange. Das ist so geil. So bildlich, ja. Absolut verdient. Absolut verdient. Absolut. Der nächste in unserer Weltfrieden. Liste. Eindeutig Weltfrieden. Natürlich ist der Trabi nicht aus Pappe, sondern aus... Juryfetzen. Alufolie und Juryfetzen-Klebstoff. In diesem Fall muss man immer das Kreativere nehmen. Sehe ich auch so. Ja, eindeutig. Pilotenfehler. Ja, eindeutig Pilotenfehler. Alles andere kann zurzeit ausgeschlossen werden. Alles andere kann in diesem Moment ausgeschlossen werden. Zum heutigen Moment und Zeitpunkt. Ja, ja, ja. Das ist ja schon wieder. Der Wille geht zum Werk, ne? Oh. Oh yeah. Ja, ja, ja. Als nächstes dran. Wofür man Karotten noch benutzt. Ist jetzt ein Insider. Man kann sie auch essen. Zum Essen. Zum Essen. Man kann Karotten auch essen, ja. Am besten ist, wenn man Karotten kauft, dass man immer zwei. Kann man eine essen. Kann man eine essen, ja. Geht auch mit Bananen. Analtampons. Salatgurken. Gurken immer im Doppelpack kaufen. Kann man eine essen, ja. Bin aber gespannt. Geil. Scheiße. Einfach geil. Alter, der Smiley macht's aus, oder? Ja. Ich finde, der Smiley ist... Ja, leider. Tut mir leid. Sorry, Festus. Das tut mir so leid. Euer nächster Prompt ist, das ist das unappetitliche Geheimnis des Osterhasen. Was? Stimmt auf euren Geräten ab. Er mag falschen Hasen zu essen, dem härtet sogar das Nutella aus. Kann Nutella aushärten? Na, aber das ist wirklich ein unappetitliches Aber das Geheimnis. Ist grauslich. Also das Nutella finde ich gut. Spoon, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Der warme Fest. Na schau, jetzt kriegt er einen Punkt. Schau. Okay. Und das jetzt bin ich mal gespannt. Zwei. Was sagen die Punkte? Puh. Oh, Clara bleibt. Eieieiei. Schatz, wir zwei sind auf an der Spitze. Sister. Und jetzt Runde 3, der letzte Lash. Diesmal erhaltet ihr alle denselben Prompt. Beim Dildo-Kauf auf die Frage, soll ich ihn einpacken, einfach mit, nein, ich stecke ihn gleich rein, antworten. Super. Vervollständigt den Comic. Naja. Was ist das Gefährlichste, was sie je getan haben? Verdammt. Ah.
Ach. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ach ja, das passt. Ich nehme das jetzt so. Easy ist gut. Na, ich weiß nicht, ob das easy ist. Das ist nicht so easy. Ich habe am Montag nicht Magic Music geschaut. Okay. Ja, ich habe die Seife aufgehoben. Na bitte. Meiner Frau widersprochen. Okay. Ja. Er rot über die Ampel gelaufen. Der Mama gesagt, sie soll mein Zimmer saugen. Ein Bikini-Zonen-Waxing. Gut. Also, meiner Frau widersprochen. Erstes. Absolut, ja. Wieso kann ich dem nicht mehr Punkte geben? Nein, es geht nicht. Es gibt drei. Gold, Silber und Scheiße. Ich habe am Montag nicht Magic Music geschaut. Okay, das ist auch schön. Ja, ich darf nicht zu viel verraten, weil sonst. Stimmt. Triggere ich alle Leute, ne? Stimmt. Bin mal sehr gespannt. Okay. Okay. Dann schauen wir mal, wer die ganzen Medaillen erhalten hat. Das ist erst Bronze. Oh. Zeigt mir das Silber. Und schließlich Gold. Spoonie! Wow! Mal für Punkte. Ja, war einfach die beste Antwort, ne? Oh oh! Oh oh! Wow! Aber unterm Strich, Vido hat nochmal 500 draufgesetzt. Okay. Jetzt bin ich wir aber gespannt. Wir haben es geschafft, Leute! Werfen wir einen letzten Blick auf die Punktetafel. Clara hat gewonnen. Ja, ich habe schon so lange nicht mehr bei Quickflash gewonnen. Naja, bevor wir jetzt einen Raid machen. Ja? Ach, mir tut der Arsch halt schon so weh. Ah, den ganzen Tag schon. Also wir sitzen nur den ganzen Tag. Bevor wir jetzt einen Wahnsinns-Raid machen, und der wird wirklich ein Knaller. Ich muss erst schauen, wo überhaupt die Raid. So. Was ist du oder was im Spiel? Na, ich. Ach so. Okay. Ich muss euch noch zum Schluss eine wahre Geschichte erzählen. Ja, ist kein Witz in der Geschichte. Habt ihr gewusst? Ich bin zu leicht. Habt ihr gewusst, dass es auf den Kanarischen Inseln, keinen einzigen Kanarienvogel gibt? Keinen. Nein. Nicht einen Vogel. Wirklich. Ja. Dasselbe ist auf den Jungferninseln. Ja. Auf den Jungferninseln kein einziger Kanarienvogel. Ja. Er ist so gut. Mein Humor. So gut. So, wir wollten wohin raiden? Andy the French ist da. Herrlich. Ich mag dich, diese Ultnudel. Oh ja. Ja. Andy the French, was machst du gerade? So. Hört sich gut an, nehmen wir. Hello, ladies and gentlemen. Ja, sie ist super. Französin, spricht aber Englisch und... Sie ist keine Französin, sie ist Kanadierin. Sag ich ja. Aber in Kanada spricht man Französisch. Spricht man auch Französisch. Ach, darum, okay. Großartige Frau. Gebt euch das, die ist genauso lost wie wir. Digga. Wir freuen uns auf morgen in der Donnerlodge. Übermorgen eine private Sing-Sang-Feier. Übermorgen, was ist da? Auch irgendwas? Da übertragen wir den Fronleichnamsgottesdienst aus Mautern. Wir machen wieder Livestream aus der Kirche. Ja. Also als Kamera. Ja. Was ist am Samstag? Hochzeit. Hochzeit und Sonntag? Schlafzeit hoffentlich. Schlafzeit. Dürfen wieder schlafen. Auch schön. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche und gebt euch bitte Andy the Frenzy. Ich finde es nämlich echt, echt sehr, sehr lustig. Viel Spaß morgen, singt sie an die Wand und am Donnerstag ein Happy Kadaver Day. Ja, danke schön, Spoonie. Danke, dass ihr dabei wart so lange. Und wir freuen uns wieder auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt geil und uns gewogen. Küsschen.
You can do lots of that, basically.